Die Wörter, die mir als allererstes zur Corona-Krise einfallen, sind wahrscheinlich die Wörter Abstand, Leere, vor allem an öffentlichen Plätzen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, und das Wort plötzlich, weil zumindest für mich dann im Frühling, im März alles dann doch ziemlich schnell und auf einmal passiert ist, viel schneller, als ich mir das vorher so gedacht hatte. Das hängt auch, glaube ich, direkt mit dem Augenblick oder vielmehr dem Tag, der sich am meisten bei mir eingebrannt hat, zusammen, nämlich mit dem Freitag, an dem nach und nach alles abgesagt worden ist und alles geschlossen wurde. Der Grund, warum das ist, glaube ich, einfach, dass ich morgens aus dem Haus gegangen bin und alles noch relativ normal war. Ich bin zur Arbeit gefahren, habe gar nicht so großartig darüber nachgedacht. Und dann, als ich tatsächlich auf der Arbeit war, ging das los, dass ich angesprochen worden bin von anderen Mitarbeitern. Hast du davon gehört? Die machen jetzt die Schulen zu. Und das ging dann so weiter den ganzen Tag. Fast im Stundentakt ist irgendwas weiteres abgesagt worden. Ich hätte in der Woche danach ein Seminar gehabt von meinem Freiwilligendienst. Da ist dann auch im Laufe des Tages eine Mail gekommen, dass es nicht stattfindet, und es ging weiter mit den Messdienerstunden, anderen Sachen, die man noch vorhatte. Und ja, also die Welt, in der man morgens aus dem Haus gegangen ist, war dann am Abend, als man nach Hause gefahren ist, auf einmal so viel anders und komplett im Krisenmodus. Aber was ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass, obwohl es so viel auf einmal war und so plötzlich, es im Rückblick doch alles ganz gut gelaufen ist und funktioniert hat. Also es war eine Umstellung, dass es so viel war auf einmal, aber man hat sich dann damit arrangiert mit den Änderungen und hat trotzdem es geschafft, seinen Alltag daran anzupassen und weiterzumachen. Anders zwar, aber es hat geklappt. Und ich denke, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass man, auch wenn es viel ist und plötzlich ist, im ersten Augenblick einen kühleren Kopf bewahren sollte oder kann und sich keine Panik schieben braucht. Man muss einfach schauen. Beim letzten Mal hat man es hinbekommen, damit zu arbeiten. Das kann man auch wieder schaffen.